Hallo, ich habe mal was bekommen mit der Post. Und zwar ist es ein Paket von Simones Bastelkram, das ehemals Sweet Marie Lou, der Name wurde jetzt geändert. Tja, kommt aus Österreich, da gibt es einmal eine Bestellgruppe Facebook. Und einen Shop. Ihr könnt das einfach kombinieren. Das geht total easy. Und ja, wir schauen mal rein. Ich versuche euch so gut es geht, die Preise zu nennen. Wir beginnen mal. Das seht ihr ja schon direkt. Beziehungsweise wollte ich euch nochmal einen kleinen Einblick, wie viel Simone eigentlich in so ein kleines Paket kriegt. Denn das ist eigentlich ein kleiner, ja, so ein kleiner Pizzakarton. Und da ist unheimlich viel drin. So. Ich stelle es mal zur Seite. Das ist ein bisschen einfacher. Übrigens, Moment, ich schiebe das mal hier so an der Seite lang. So. Übrigens, wenn ihr da Interesse habt, ich habe hier Kärtchen gebastelt, ein paar Osterkärtchen. Ja, wenn ihr Lust habt, euch mal anzuschauen, wie das funktioniert, ich werde das Video heute oder morgen noch hochladen. Ja, dann schaut gerne vorbei. Ganz einfache Geschichte, super für Anfänger. Ja, wenn ihr da Interesse habt. Dann könnt ihr die Glocke abonnieren. Die Glocke abonnieren. Ja, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Nicht die Glocke abonnieren, davon habt ihr nämlich gar nichts. Ja, und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. So, jetzt aber einmal diesen coolen Stempel von Create Smile. Ich wollte den jetzt eh einzeln bestellen. Da dachte ich, kannst du den auch bei der Simone mitbestellen. Ich finde den total süß. Passt auch ganz gut zum neuen Stempelset von Stampin' Up, das ich ja gestern im Haul hatte. Lässt sich mit Sicherheit sehr, sehr schön kombinieren. Die Schrift natürlich super wie immer. Der kostet 6,90 €. Dann haben wir hier diese Blümchen. Moment, die kosten 2,25 € jeweils. Und sind aus Papier und sehen auch sehr hübsch aus. Ihr kennt das ja bestimmt, wenn ihr gerade so Blümchen im Internet seht. Und die sehen eigentlich total toll aus. Die sehen aus wie echt. Und das Problem ist, wie sehen die aus, wenn die bei euch ankommen? Und deswegen habe ich mal hier die zwei jetzt ausprobiert. Von Hobby Fun sind die. Vom Preis her, ja, normal. Also diese Papierblümchen sind jetzt nicht die günstigsten. Aber ich finde es eine schöne Deko. Habe relativ kleine genommen, um halt auch mal, wie jetzt auf eine ETC oder sowas, dann möchte ich das gerne mal ausprobieren, wie das ankommt und so. Ja, deswegen mal die zwei hier. Dann durfte. Oh, natürlich jetzt ein bisschen. Ja, das musste einfach mit, denn da kann man nie genug davon da haben. Und zwar die Versafine Claire Stempelkissen. Ich habe sogar tatsächlich einen Shop gefunden, die haben die Nachfüllung. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das war. Bin der Meinung, ich habe sie sogar bestellt. Jetzt nicht ganz sicher, aber dann muss ich ständig die Stempelkissen neu kaufen, weil damit stempel ich so ziemlich alles. Ich glaube, bei der Hasenkarte zum Beispiel, also bei der Osterkarte, habe ich zum Beispiel mal Stays On genommen. Das ist total selten. Eigentlich nehme ich immer das. Immer. Weil das gibt so schöne Abdrücke und es gibt es auch in anderen Farben. Da werde ich dann mal testen.
Also das muss ich dann halt mal ausprobieren, wie die anderen Farben so sind. Das Schwarz auf jeden Fall. Dieses Nocturne oder wie das auch immer gesprochen wird. Super. Da kommt nichts ran. Da immer wieder toll. So, dann ich versuche mal erst diese eine. Also dauert jetzt einen kleinen Moment, aber ich muss das erst raussuchen. Aber das ist einfacher. Da ich mache erstmal hier diese kleinere Rechnung aus dem Shop direkt. Und zwar haben wir diesen Stempel hier. Das ist von Katzelcraft, der Rubber Stamp Dandelion. Steht das auch irgendwie? Nee, das steht jetzt nur auf der Rechnung. Also hier steht Solo 128. Das ist dann wahrscheinlich die Bezeichnung. Der hat gekostet 4,50 € für die Größe. Voll okay, der muss halt noch geschnitten werden und der muss noch auf EZ-Mount. Also ich benutze EZ-Mount, ich habe auch EZ-Mount schon bestellt, das ist halt noch nicht da. Ich habe auch noch, ich überlege gerade, ich habe nämlich noch zwei andere von Katzelkraft bekommen, die konnte ich leider auch noch nicht ausprobieren, aber die sind echt toll. Also Katzelkraft hat echt schöne. Ich mal kurz gucken. Ich die vielleicht sogar. Ach ja, Moment. Hier die zwei hatte ich da noch. Also die habe ich jetzt halt von woanders her. Und die sind halt auch toll, aber ich habe halt noch kein EZ-Mount da, ne? Ja. Reiht sich dann sozusagen hier ein. Aber wirklich eine wunderschöne Sache. Und ich finde auch diese Idee hier vorne drauf, finde ich super. Also ich mag das, wenn da schon mal eine Idee vorne drauf ist. Und man sich das besser vorstellen kann. Ja, den haben wir. Aber wie gesagt, die Simone hat das so gut hier reingestopft. Faszinierend, wie sie das alles reingekriegt hat. Da muss ich erstmal suchen. Jetzt habe ich auch schon die Rechnung gefunden. Die lag ganz unten. Ich sehe auch gerade, das ist gar nicht hier Dandelion. Das ist Kokkeli Kotz. Also hier das, was hier drauf steht. Keine Ahnung. Aber die Artikelnummer stimmt, die Solo 128. Und der Preis stimmt trotzdem. Moment, das war auf jeden Fall noch aus dem Shop hier. Dieses Studio Ink ist. Lass das die Firma nicht hören. das ist Washi Tape. Das hat 3,25 € gekostet. Und da ist ein Faultier. Oh, das geht nicht gut, ne? Da ist ein Faultier drauf. Ich kann es ja mal versuchen, ob ich es aufkriege. Ich es euch mal zeigen. Ich packe ja die Sachen im Normalfall eh gleich aus. Hey. Damit ich es dann auch benutze. Kann man mal reingucken. So.
klebt auch sehr, sehr gut. Das finde ich toll. Ich mag das nicht, wenn Washi-Tape so nicht schlecht klebt, sondern einfach gar nicht klebt. Also es gibt nur, entweder klebt es gut oder es klebt gar nicht. Was anderes gibt es bei Washi-Tape irgendwie nicht. Dann habe ich dieses Set von Creative Collection. Ein Organza-Bänder. Organza-Bänder-Set. Sind ganz klein, finde aber die Farben sehr, sehr schön. Auch wenn das sehr klein ist, meistens wann braucht man denn mal Band auf? Dass ich immer alles so wehren muss. So, die 6 Stück. Schöne Farben, sind auch sehr schmale. Das war mir wichtig. Also ich wollte mal nicht so eine riesengroßen Teile haben, sondern wirklich mal ganz kleine. Da steht da auch drauf. Hier ist auch die Artikelnummer, falls ihr da Interesse habt. 6 mal 2 Meter, 3 mm. Das ist gut. Ist aus dem Shop noch von Fabrica Decoro diese Cutie Sparrow, diese süßen, ach hier ist ja drauf, richtig ausgucken, diese süßen, die habe ich bei Steffi im Video gesehen. Jetzt habe ich vergessen, wie der Kanal heißt. Ach, ich habe es mir extra merken wollen. Naja, das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Naja. Okay. Ich verlinke es euch unten. Könnt ihr auch mal reingucken. Sie macht nämlich auch ganz tolle Sachen. Und gehört auch zum Design-Team. Ja, und diese Eulen allein, die sind so, so süß. Sieht ja hier zum Beispiel auch mal eine. Die möchte ich gerne, also ich glaube, die sind immer so gemacht, wie hier so Mini-Alben und sowas. Meistens auch, wie man hier schon sieht, für ein Jungen, für ein Baby-Album, aber nee, nö, nö, nö. Ich habe kein Kind, ich habe kein Baby. Meine Nichte ist die kleinste in der Familie, die ist mittlerweile auch nicht mehr so klein. Da brauche ich das nicht. Dann, da konnte ich irgendwie nicht dran vorbei. Und zwar pa Pommel und Friends. Die Simone hat ganz viel von Pummel Einhorn, Spiele, allen möglichen. Ich weiß gar nicht, was alles. Ich kenne ja Pummel Einhorn schon ziemlich lange und habe auch schon viel. Also Sticker für Nägel und so ein Kram gehabt. Und ja, jetzt wollte ich einfach mal diesen total süßen Block hier haben. Achso, ich habe ganz vergessen, was eigentlich die Sachen gekostet haben. Die Organza-Bänder 3 Euro, die Die-Cuts 2,60 €, der Block 2,50 €. Und der ist halt, ja, ist halt so ein schöner Block, ne? Da waren jetzt nicht mehr so viele da. Hat ein bisschen Glück, weil egal wie, ich hätte den genommen und der war halt noch verfügbar. Den finde ich super, super süß. Und dann habe ich dort noch das, dieses Fläschchen hier. Die sind noch ganz groß, hätte ich jetzt nicht gedacht. Von Wesen Creative. So ein Feinlein-Applikator. Den mache ich gleich mal auf. Ich habe nämlich schon gehört, der soll ziemlich fest sein. Ich bin gar nicht im Bild hier. Es geht. Also der ist schon, also die Flasche ist schon, ne? Also hier. Ist schon stabil. Und dann gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also hier könnt ihr auffüllen.
Dann ist hier nämlich so eine Nadel mit drin, die dann halt hier reinkommt, damit euer Kleber nicht verstopft. Bin ich mal gespannt, probiere ich mal aus. Wenn ich dran denke, erzähle ich euch auch, wie er ist. Der hat 2,50 € gekostet. So, dann will ich mal ganz kurz etwas gucken. Und zwar geht es weiter. Es ist halt echt ein bisschen durcheinander hier in dem Paket. Und zwar habe ich einen Tipp von Dudelback, einen Dudelpop. Dieser Geist, er ist einfach so süß. Wir haben mittlerweile schon ganz, ganz viele und mittlerweile sammle ich die auch irgendwie, wo ich das nie vorhatte. Ich möchte eigentlich die Sachen verwenden, aber irgendwie, ich kann die nicht nehmen, ne? Der hat gekostet 1,99. So, dann habe ich einmal diesen Paper Favorites Christmas Plate 6x6 Block. Ihr seht ja die Muster ganz gut. Jo, 200 Gramm Papier, die sind halt wirklich fest. 3x8 Designs. Glaube, hinten sind die nicht bedruckt. Doch, ich weiß die sind einseitig bedruckt. Ist jetzt halt eigentlich Weihnachts, aber na gut. Weihnachten kommt auch wieder. Der hat 4,30 € und da habe ich noch diesen Chalkboard Papers. So, hier auch genau das gleiche. 3x8 Designs, 200 Gramm Papier. Und ihr seht ja auch, wie das aussieht. Halt so ein Standardteil. Auch der hat 4,30 €. So, dann muss ich mal ganz kurz Pause machen. So, und zwar als nächstes von Bella Boulevard diese Matt-Enamels. Und die sind wirklich super matt, super schön. Ich würde sie gerne auspacken, aber die orangenen, da fehlt schon mal ein bisschen Kleber. Ja. Also, die sehen mega toll aus. Mega tolle Farben, wirklich. Aber für den Preis möchte ich bitte auch, dass sie kleben. Na, ich meine, die Simone kann da nichts dafür. Die bestellt die ja auch nur bei der Firma. Aber die kosten 5,20 €. Ist übrigens der Halloween-Mix. Fand einfach nur die Farben schön. Wie viel sind da eigentlich drinne? Also hier seht ihr das auch schon die. Also es sind aber nur die Orangen. Also die anderen steht nichts drauf, wie viele. Könnte man zwar jetzt zählen, aber wow. Aber für den Preis möchte ich, dass sie kleben. Also das nützt mir alles nichts. Im Gegensatz dazu haben wir hier von Nelly Snellen diese kleinen Steinchen und ich muss sagen, sehr gut verarbeitet. Ich glaube, hier sind so zwei Stück, die nicht ganz so vom Kleber perfekt sitzen, aber das kann man echt übersehen. Das ist Moment, die heißen Half Pearls 3 Rot 1,75. Also da ist halt der Unterschied extrem krass, ne? Und ich meine, hier verrutscht ja auch nichts. Also, das wollte ich jetzt mit dem hier nicht machen, ne? Dann, ach ja, hier sind auch welche verrutscht, aber beziehungsweise in Jein.
Ich muss dann hier erstmal auf Suche gehen. Ja, auf jeden Fall habe ich die zwei noch hier. Einmal die ganz kleinen. Und einmal so wie eben die Größe. Steht ja hier 4 mm und 3 mm. Das hat auch 1,75 und das 1,60 oder 1,45. Bin gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, hier fehlt noch was. Dann muss ich da mal gucken. Ja, ist aber voll okay. Und von der Menge her, hier ist auch zum Beispiel was verrutscht, aber das klebt. Das scheint schon bei der Herstellung etwas verrutscht zu sein. Aber für den Preis kann man damit auch leben. So, dann haben wir einmal diese hier, diese Card Deco Essentials. Ach, ich bin dann unheimlich lange, langsam. Naja. Enamel Dots Purple. Die haben 2,95 gekostet und sind wie üblich ja, einfach glänzende Enamel Dots. Ich habe zum Beispiel diese Karte, die ich eben schon mal gezeigt habe. Moment, ich muss hier mal drüber greifen, ohne dass ich irgendwas kaputt mache. Da habe ich doch seit Ewigkeiten, das wäre übrigens noch eine zweite Variante. Wirklich, ich kann mich nicht dran erinnern, was ich das letzte Mal benutzt habe. Nuvo Drops genommen. Um genau zu sein. Die Dream Drops. So, jetzt musste ich hier irgendwie. Da hat gerade was nicht ganz gestimmt. Ja, wir waren hier gerade bei der Karte. Die trocknen noch, deswegen lege ich die mal wieder schön dahin. So. Weiter geht's im Plan, dass wir vielleicht heute noch fertig werden. Und zwar von Nelly's Choice dieses Bäumchen hier. Das ist diese Nummer hier. Die gibt es noch von der Variante. Dann habe ich mir noch den hier mitgenommen. Auch der ist wie jetzt für, also beide, ist wie mit dem Hasen eigentlich für so eine Karte einfach drauf gestempelt. Bisschen Deko fertig. So, da gibt es diese Varianten noch. Ich glaube, die habe ich sogar schon. Jo. Der Baum 4,40 € und dieser hier 3,70 €. So, dann kommen wir zu Embossing Powder. Embossing Powder, kann man nicht genug haben. Ich habe relativ wenig, muss ich sagen. Eine ganz kleine Box habe ich da nur. Ja, die kosten je 2,70 €. Da haben wir jetzt einmal das Gold Rich Superfine. Das ist halt einfach Gold, ne? Besonders für Schrift. Also die Superfine von WoW sind super. Dann haben wir hier Black Twinkle. Das ist halt so ein Schwarz-Silber. Ich sehe da nichts. Dann haben wir Black Glint. Also ich habe schon von den Glint 1 und das sieht toll aus. Also wirklich. Tja, und Silber. Superfein. Also die Superfein gibt es halt nicht von jedem. Aber gerade für Schrift und Gold und Silber sollte man einfach da haben. Ist mir besonders Weihnachten aufgefallen, dass ich das nicht habe. Wie gesagt, ich sammle ja. Also es hat ja ein bisschen gesammelt. Ne? So, dann können wir nämlich die Liste auch wegtun. Dann habe ich schwarze Enamel Dots von Simple and Basics mitgenommen. Die habe ich gleich zweimal genommen, weil schwarz mache ich eigentlich in letzter Zeit relativ viel drauf. Warum, weiß ich nicht. Und da habe ich wieder... Also da habe ich halt nichts anderes. Ne? Also Sport
Habe ich nix da, die kosten auch 2 Euro. Nein, die kosten, doch, die kosten 2,70 € Stück. So, das noch. Hier habe ich noch. Den habe ich nämlich vorhin gesucht. Der hatte sich ein bisschen versteckt gehabt. Das ist nämlich der Katzelkraft Dandelion Stempel. Das ist Mini 023. Auch der muss noch geschnitten werden und auf EZ-Mount gebracht. So. Jetzt müssen wir erstmal. Das heißt, wir müssen, wir machen das natürlich gerne. Und zwar gibt es natürlich auch wieder ein paar Goodies. Und da haben die Mädels wieder super gebastelt. Und zwar falsch rum. Einmal hier. Hier ist sogar Sweet Marilou noch drauf. Und das schimmert so schön. Also das ist ein selbstgemachter Hintergrund auf jeden Fall. Die Steinchen sind auch ganz hübsch. Das ist, ach ja, von Steffis Bastelecke ist das. Genau, so heißt der Kanal, Steffis Bastelecke. Und finde ich cool, das ist ein Boss hier. Da freue ich mich. Die sammle ich eh, die kommen dann schön in meine Box. Dann eine kleine süße Karte. Steht nichts drauf. Hier sind zum Beispiel auch solche Blümchen drauf. Ist natürlich auch schön, gleich mal zu sehen, wie das aussehen könnte. Finde ich natürlich jedes Blatt auch wunderschön. Da weiß ich leider nicht, von wem das ist. Dann haben wir eine schöne Osterkarte, auch total süß. Hier mit so einer Stanze ausgestanzt. Die Häschen sind ja auch echt knuffig, ne? Von wem die ist, kann ich leider nicht sagen. Ich weiß, das kommt immer mal vor. Aber ich weiß nicht genau, von wem jetzt. Auf jeden Fall total süß. Dann haben wir noch eine süße Osterkarte. Oder ja, ist jetzt nicht nur für Ostern. Eine alles gute Karte mit den süßen Häschen. Auch selbst koloriert. Ist jetzt leider auch nichts drauf. Also es ist auch. Nee, eine Karte ist es nicht. Es ist nur so ein ja, so ein Deckblatt entweder. Oder einfach zum Hinstellen. Ist natürlich auch süß, ne? Weiß ich aber halt jetzt auch nicht von wem. Und dann noch. Den hier, der ist ja mal mega witzig. Ist bestimmt Katzelkraft. Also sieht zumindest so ein bisschen so aus. Die haben, glaube ich, diese komisch guckenden, was auch immer er ist. Aber auch total süß gemacht. Ja, weiß ich jetzt leider auch nicht von wem. Aber ja, sehr süß. Sehr, sehr süß. Und dann habe ich noch zwei größere Sachen. Und zwar diese Box hier von Crealis oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Das ist ein kleiner Milchkarton. Mal 16,2 soll der werden. Das hat 15,20 € gekostet. Und zum Schluss noch etwas, da habe ich sehr drauf gefreut. Time for Tea Designs. Das ist eine Stanzschablone und zwar für Rahmen. Also nein, das sind nicht
Teile, die ihr entfernen könnt. Das sind wirklich, das ist eine Platte. Und das gibt halt wirklich diese Rahmen. Hier, Nesting Die Set. Das hat natürlich ein bisschen mehr gekostet. 22,40, das war jetzt das teuerste im Paket. Und ja, freue ich mich schon mega drauf, die auszuprobieren und mit zu werkeln. Hab schon einiges gesehen, was man da so Schönes mit anstellen kann. Ja, und das war's. Ich denke, das reicht. Es waren doch dann zum Schluss, ja, doch, so etwa, naja, bisschen über 120 Euro. Ein Kleinvieh macht halt auch Mist. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, die Karte geht, ich denke mal, heute oder morgen noch online. Und ja, danke fürs Zusehen und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. Tschüss.